Oh, hallo und herzlich willkommen. Ihr seht, wir haben ein neues Deck hier, ein einfaches Magier-Deck. Es ist relativ einfach aufgebaut, sodass man es mit keinen großartigen Karten zusammenbauen kann. Die einzige Karte, wo jetzt wertvoller ist, seht ihr, ist der Schwarze Ritter. Das ist die einzige Legendary, die wir drin haben. Aber ansonsten ist es ein reines Meta-Deck. Entschuldigung. Es ist ein reines Anfängerdeck und wir schauen mal, wie weit wir da mitkommen. So. Und wir bekommen als Gegner einen Valera. Schurken. Seid auf der Hut. Ihr habt es so gewollt. So, der ist natürlich praktisch, wenn wir da damit gleich einige Karten ziehen können. Und der Feuerball können wir natürlich nachher schön zum Finishen. Den Fuß lasse ich auch mal drin. Da er wahrscheinlich jetzt dann eine Waffe eh ziehen wird. Macht er nicht? Na dann greift er mal. Zack. Point und spielt. Mögen meine Vorfahren über mich lachen. Einen Taunter. Gut, ist natürlich praktisch. Er macht eh nur 2 Schaden. Das heißt, wir können unseren Akolyten spielen. Lass dich im Herzen sprechen. So. Was uns natürlich die Chance erhöht, dass wir hier 2-mal Karten rausziehen. Wenn er jetzt natürlich gar nicht. Ja, er gibt uns die Chance für eine Karte. Ah, und erlaubt uns sogar noch ein zweites Mal. So. Wir bekommen einen Armani Berserker. Und bekommen den hier. Das heißt, wir spielen jetzt zum einen den hier, um ihn wegzunehmen, dass wir keine 5 Schaden bekommen. Zeit für ein bisschen Blut. Und spielen unseren Armani Berserker, den wir hoffentlich bis zur nächsten Runde behalten, um ihn dann halt eben auf 5 hochwaffen zu können. Und was macht Titanic? Spielt eine Waffe. Gut. Er nimmt raus die 2 Schaden. Und natürlich die richtige, perfekte Moment halt eben hier um unseren Us zum Spielen. So. Damit ist die Waffe weg. Und wir gehen weiter mit einem Schaden direkt auf ihn. Zweimal Us macht 3 Schaden. Wir können ihn spielen. Er wäre vergeudet. Was die wären beide tun? Weg und macht eigentlich nur 4 größtenteils. Oder wir spielen ihn und vielleicht nimmt er noch die 4 Schaden direkt in Angriff. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die einfache Möglichkeit. Zack. So, er entscheidet wieder und spielt dieses Mal. Ach, geht hier weg und tauscht ein. Gut, damit können wir im Prinzip jetzt dann unser Wasserelementar würde eigentlich schon reichen. Der hat eh nur 2 Schaden, großartig.
Der wäre verschwendet. Ich frage mich, ob... Deswegen spielen wir jetzt ein Water Elemental. Gehen weiter direkt auf ihn. Ach, ich hätte noch sie spielen können. Sprint ist so eine Verzweiflungstat. Und gerade 2, 4, 6, 8. Jetzt muss er natürlich ein paar Karten spielen. Hat er? So viele Möglichkeiten. Er geht direkt auf uns. Eine Nuller wird er wahrscheinlich eh nicht mehr haben. Gut, jetzt können wir hier ein bisschen ruhiger anspielen. Nehmen ihn zuerst mal weg. Zack. Dann spielen wir unseren Felsfäuste und gehen das auf war's. Ihn los. So. Ach, so, müssen sie mal fliegen. Ich habe die besten Angebote weit und okay, weit. Okay, er probiert jetzt. Also entweder wir sehen gleich ein... Und jetzt vernichtet einen Verletzten. Na komm, sehr lieb, spiel. Er überlegt noch. Und wir kriegen. Na, er will unser Wasserelement wegnehmen. Was? So rum? Okay. Okay, das ist natürlich praktisch. Damit können wir natürlich wahrscheinlich kein Schaf auf ihn spielen. So, aber wir können ihn rausnehmen. Ich muss mal schauen. Also Schaf geht nicht als Ziel wählen. Aber wir können... Wir haben Runde 9, das heißt wir haben 4 und 3 sind 7 und 2 sind 9. Das heißt wir spielen hier mal. Stellen wir uns mal ein bisschen breiter auf. Gehen immer noch schön hier Damage drauf. Und schauen mal, was er jetzt macht. Er wird uns natürlich unseren Ogre wird er uns jetzt wahrscheinlich probieren, irgendwie wegzunehmen. Und, was kommt? Er überlegt noch. So viele Möglichkeiten. 2, 4. Er sucht wahrscheinlich noch nach einer Van Cleef-Kombo. Also sieht nach einer Miracle Rogue aus, dem typischen. So viele Möglichkeiten. Gut, da haben wir es weg. Noch 7 Mana, die er hat. Komm, jetzt Prep Escalate oder sowas. Bald entscheiden. Und er spielt einen ungewöhnlichen Feendrache. Gut,
aber ich kann ihm 3 drauf geben, ich kann meinen Azur schön spielen gegen ihn. Aber wir zählen erstmal zusammen, vielleicht reicht uns ja schon. 2, 7, 9, 10, 16. Langt. Gut gespielt. So, also ihr seht, Mage ist im Moment gerade ja wirklich so Flavor of the Month Klasse. Hat einen sehr, sehr schönen Burst gegen Ende und damit kann man auch mit einer sehr, sehr einfachen Kartenkombination eigentlich viel ausrichten. Wir waren jetzt in welcher Runde? Ja, Runde 10 und konnten das Spiel eigentlich einfach gewinnen. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Schreibt mir, ob es geklappt hat oder wie es aussah. Beziehungsweise Kommentare und ich würde mich über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal dann und ciao, ciao.